diesem Wochenende startet das Deutsche Tourenwagen Masters in die Saison. Wir dürfen uns vorab mit Audi-Pilot René Raste im Audi Forum Neckarsulm treffen. Mit dabei sind auch 6 Leser, die beim Gewinnspiel der Heilbronner Stimme mitgemacht haben und an den Profi ein, zwei Fragen stellen dürfen. Rast geht in seine erste Saison mit dem Timo Rosberg. Ein richtiger Rookie ist er aber nicht. Und warum, das wird er uns gleich in meinem Gespräch verraten. Ja, Herr Rast, am Wochenende startet die Saison. So ein richtiger Rookie sind Sie eigentlich aber gar nicht. Das stimmt. Es ist meine erste volle Saison, aber ich bin letztes Jahr schon 3 Rennen gefahren. Von dem her habe ich natürlich schon ein bisschen Erfahrung und habe natürlich auch schon 2 Testtage jetzt gehabt vor der Saison. Das heißt, ein richtiger Rookie bin ich nicht, aber ich werde trotzdem noch als Rookie gezählt für die Saison jetzt. Sie sind 30 Jahre alt, haben viel Erfahrung im Motorsport. Für Sie trifft so ein bisschen das Modell zu, unverhofft kommt oft, oder, mit der DTM? Ja, man sah einen Trend vor einigen Jahren, dass die Fahrer immer jünger werden. Aber ich bin natürlich jetzt eine Ausnahme. Loic natürlich auch. Loic Duval ist auch schon ein bisschen über 30. Von dem her sind wir die beiden Ausnahmen. Aber ich denke, dass es in der DTM wichtig ist, dass man viel Rennerfahrung hat. Und mit den Rennen, die ich bis jetzt gefahren bin, ich glaube, es sind über 300 insgesamt in meinem ganzen Leben, bringe ich natürlich einiges an Rennerfahrung mit gegenüber einem 20-Jährigen, der vielleicht erst ein Drittel oder ein Fünftel von dem gefahren ist, was ich gefahren bin. Von dem her, ich glaube, Rennerfahrung ist auch ein Schlüssel zum Erfolg in der DTM und natürlich hoffe ich, dass ich daraus ein bisschen ziehen kann. Was haben Sie sich denn persönlich vorgenommen für die Saison? So ein konkretes Ziel gibt es noch gar nicht, weil man erstmal abwarten muss, wie ich in die Saison reinfinde. Primär ist mir wichtig, natürlich erstmal zu lernen, mich in die DTM einzufinden, erstmal ein bisschen reinzuschnuppern. Wenn dann das ein oder andere Podestplätzchen bei rausspringen, wäre natürlich gigantisch. In Hockenheim geht's los. Ist das eine Strecke, die Ihnen persönlich liegt? Ich bin in der Vergangenheit gerne in Hockenheim gefahren. Das war eine meiner Lieblingsstrecken. Man muss aber dazu sagen, dass Hockenheim eine der Strecken ist, die viele Fahrer sehr gut kennen, weil natürlich die ganzen Testfahrten stattfinden und weil wir 2-mal im Jahr auf der Strecke Rennen fahren. Das heißt, jeder Fahrer kennt die Strecke sehr gut. Von dem her ist es natürlich noch schwieriger für uns Rookies, sage ich mal, gleich auf dem Niveau der etablierten Fahrer zu sein. Aber generell mag ich die Strecke sehr gern. Ich habe schon ein paar Erfolge da feiern können. Von dem her ist es eigentlich eine schöne Strecke. Aber als Jugendlich oder als Kind denkt man nicht drüber nach, irgendwann mal davon zu leben. Es ist damals mehr ein Hobby gewesen, man wächst da so rein. Und dann, als ich sage mal 18, 19 war, da bin ich damals Polo Cup gefahren, den ich dann gewonnen habe. Und was ist bisher das, wo du sagst, da bin ich wirklich am stolzesten drauf? Das sind meistens so Rennen, die man wirklich in letzter Sekunde erst gewinnt oder so eine kleine Zitterpartie ist, ja. Wenn man ein Rennen fährt, einen Start gewinnt und vorne wegfährt und das Rennen relativ langweilig für den Fahrer ist, das bleibt einem nicht im Kopf, weil es einfach so, das vergisst man schnell. Aber so Rennen, die wirklich in der letzten Runde entschieden werden, weil man gerade jemanden überholt hat oder weil man extrem viel Sprit sparen muss, um diese 2 Runden noch rauszukitzeln oder was auch immer. Man hat ältere Reifen als der Konkurrent, aber man hält trotzdem das Auto vor dem Konkurrenten. Das sind Situationen, die einem und auch den Mechanikern und auch allen Beteiligten im Kopf bleiben. Und das sind so angesprochene Rennen wie letztes Jahr Daytona oder Spa, Nürburgring. Das sind einfach so Erfolge, wo ich einfach noch viele Erinnerungen dran habe.